Moin, hallo und willkommen zurück zu Staxel. Der Bürgermeister hat sich schon umgedreht. Hier, Maximilian, Bürgermeister, manchmal denke ich, dass ich einen Assistenten gebrauchen könnte. Du brauchst doch Hilfe oder sowas. Alles selber zu machen ist eine ungeheure Belastung. Das kann ich mir gut vorstellen. Es ist jedoch schwer, jemanden zu finden, dem ich zutraue, den Job anständig zu erledigen. Warum muss man sich immer... Ja, das kenne ich doch alles schon. Du hast irgendwie... Tja, ich weiß nicht. Das Handy gehört auch nicht dir, oder? Kann ich dir nicht in die Hand drücken oder so? Jetzt geht er einfach. Sei vorsichtig, wenn du Pflanzen in großen Mengen anbaust. Wenn du zu viel auf einmal verkaufst, verursachst das ein Überangebot. Der Überschuss wird immer weiter an Wert verlieren, je mehr du verkaufst. Es dauert eine ganze Weile, bis die Preise sich wieder normalisieren. Deswegen werde ich auch ein bisschen was einlagern, aber das Handy gehört auch nicht dir. Na gut, dann gehe ich mal wieder. Rowan hatte mir zwar gesagt, du hast Probleme, aber irgendwie auch nicht, ne? Und Ria kann ich, glaube ich, auch nicht mehr helfen, weil es ist gleich schnell Abend. Das ist ja wieder ein großes Kino. Und Ria wird wahrscheinlich wieder am einzigen Ort sein, den sie immer besucht, und zwar den Angelplatz. Tja, ich muss so viel machen und ich habe noch keinen Plan, wie ich das anstelle. Ich brauche eigentlich noch viel mehr Knete. Ich gehe noch Maria fragen und dann muss ich die Kühe noch füttern. Ne, beziehungsweise noch melken. Das habe ich auch nicht gemacht. Oh Mann. Schon wieder Sachen vergessen hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier muss man ein vernünftiger Pfad hin. Das ist blöd, dass man hier so komisch laufen muss. Ria, bist du da? Da ist Ria. Und Ria ist schon wieder im, Du angelst aber wirklich, mit einem drum dran. Ria? Ria, ich will mit dir plaudern. Ich kann nicht mit dir plaudern. Jetzt kann ich mit dir plaudern. Oh je. Was, oh je? Weißt du, wo ich sowas herbekommen könnte? Ich weiß nicht mal, was du... was? Nein, ich hab's natürlich... Dann werde ich wohl weitersuchen müssen. Nochmal. Ich kann... Kann ich mal... Oh je. So, jetzt. Weißt du, was ich wirklich dringend brauche? Sushi. Weißt du, wo ich sowas herbekommen könnte? Nein, leider nicht. Dann werde ich wohl weitersuchen müssen. Tut mir leid. Sushi kann ich, glaube ich, auch nicht herstellen, ne? Sushi? Warte mal. Nee, da müsste ich Rezepte besorgen. Nee, das funktioniert leider nicht, Ria. Tut mir leid. Dann angel du noch ein bisschen. Ich werde nochmal zu Leif gehen und gucken, ob er Sushi-Rezepte und sowas hat. Der müsste doch auch Rezepte haben. Dann müsste ich mal gucken. Ja, aber ist doch schon wieder so spät. Jetzt kann ich mal nachgucken. Wie sind die Dinger? Kann ich nicht nachgucken. Spitzhacke, Spitzhacke, Spitzhacke. Unbearbeitetes Fossil. Diese Fossilien war das doch. Ich wusste doch, irgendwas war das. Aber ich habe vergessen, wie es hieß. Gibt's ja gar nicht. So. Schnell wieder zurück. Und, ja, da muss ich noch zur Lave kurz wegen Rezepten gucken. Und da muss ich noch gucken, ob ich die Kühe noch melken kann, bevor sie sich einnicken. Das wird aber schon spät abends jetzt. Da muss ich mich ranhalten. Da war gerade ein Pilz. Habe ich aus dem Augenwinkel gesehen. Mit denen kann ich ja noch was machen dann. Ich frage mich echt, wem das Handy gehört. Hab ich irgendwen vergessen oder so? Übersehe ich irgendwen? So, Leif, hast du Rezepte? Da hast du Rezepte. Orangenmarmelade, gebackene Kartoffeln, nein, 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 nein. Smoothie, Smoothie wäre auch nicht schlecht. Popcorn, Kuchen, gebratenes Ei, Spiegelei, okay. Erdbeerkonfitüre, Marmelade. Erdbeer-Blaubeer-Smoothie, Kürbissuppe, warte mal. Erdbeerkonfitüre, ich habe doch Erdbeeren. Boah, 1200 kostet das Rezept. Ach du meine Güte. Die Rezepte sind nicht gerade, günstig, leider. Ja. Wenn ich mir das so angucke. Limettenmarmelade, Pfirsich. Nee, das sieht schlecht aus. Für die Preise kann ich die nicht mitnehmen, das tut mir leid. Na gut, mach's gut, Leif. Dann wieder ab nach Hause. Macht's gut. Vierte, es ist schon wieder der Tag schon herum. Ich habe nichts geschafft, Mann. Das war jetzt echt, echt bescheiden. Tja. Ich muss jetzt auf jeden Fall gucken, dass ich mal langsam hier ein bisschen was an den Start kriege. Ich will eigentlich, dass Emilia hier einzieht, weil die Zeit rennt und, ja. Nichts geschafft. Ich muss auch noch alles gießen, fällt mir gerade so auf. Pack mal schnell die. Nee, erstmal schnell die Kühe. Gießen kann ich immer noch. Da habe ich noch Fossilien drin. Na, ihr beiden, ich springe mal kurz zu euch rein. Dann muss ich euch schnell melken, bevor ich mir gleich einnickt. Das ist nämlich da nicht so toll. So, einmal melken bitte. Was kann ich. Habe ich euch schon gemolken? Okay, ich habe euch, glaube ich, schon gemolken. Aber ich habe, glaube ich, nicht gegossen dann, ne? Dann gieße ich nochmal schnell.
bevor ich das wieder vergesse. Das ist mir wichtig, weil ihr sollt ja auch schön wachsen, nicht wahr? Und schön groß und stark werden, damit ich hier auch schön was zum Kochen habe. Das ist ziemlich gut, dass man hier jetzt zumindest so ähnlich gießen kann. Wenn ich jetzt jedes Mal laufen müsste, dann könnte das ein bisschen länger dauern. So. Ich frage mich, warum das Feld immer nicht gegossen wird. Ich alles gegossen, ich sehe gar nichts mehr. So. Vor lauter Feldern sehe ich nicht mehr so. Zack, 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 zack. Ich sehe immer Felder, die ich vergessen habe. Das ist ja nicht so toll. So, alles gegossen. Ja, euch gieße ich auch nochmal. Warum? Weil ich es kann. Müssen tue ich es nicht. Aber ich finde, es sieht einfach ein bisschen schöner aus, wenn das noch gegossen ist. So. Da habe ich mich zumindest noch ein bisschen um euch gekümmert. Das ist alles noch weiß. Naja. Maya ist... wo ist Maya denn eigentlich? Weiß ich gar nicht. Seid ihr schon soweit? Noch einen Tag? Okay, morgen ist es soweit. Morgen ist es soweit. Maya ist bestimmt drüben und schon am Schlafen, oder? Maya. Maya, Maya. Da bist du ja. Okay, Maya, lass uns schlafen gehen, ne? Es ist spät. Ich schlafe mit der Gießkanne an. Ist egal. Ich habe hier blaue Tage. Und heute geht's los. Und ich habe keine Ahnung. Klicke auf Wachen oder drücke leer, um fortzufahren. Es sieht so aus, als würde etwas im Dorf passieren. Nanu? Spooky. Ich schnapp mir schon mal die Axt hier und werde jemanden veraxten müssen, wahrscheinlich, ne? Diese Musik, du passt ja auf, Maya? Okay. Ich gehe mir das Ganze mal angucken. Diese Musik. Da ist Ria. Hallo, Ria. Ja, vielleicht macht mir ja die Atmosphäre zu schaffen. Aber ich könnte schwören, dass ich gerade meinen Doppelgänger gesehen habe. Was rennt da hinten rum? Was zum Geier ist das? Ganz schön gruselig, Mia. Okay, das hatte ich schon. Ich hatte gedacht, du hast noch was zu sagen, aber nein. Na gut, mach's gut, Ria. Wer ist das denn? Ria? Was? Punkt, Punkt. Ria? Ich kann dich nur fragen nach Ria und es passiert nichts. Husch, geh weg, Mia. Ich bin ein Geist, du kannst mich nicht sehen. Bin ich jetzt blöde? Hör auf, Selbstgespräche zu führen. Das ist gruselig, Mia. Mia? Wer ist da? Moment mal, ich bin ein Geist. Hier ist niemand, Mia. Was zum Geier geht hier ab, Mann? Ach. Wie hören sich Geister nochmal an, Mia? Ja. Okay, gut, Mia. Ganz offensichtlich kannst du mich ja doch irgendwie sehen. Mir gefallen Irrlichter wirklich sehr. Wenn du losziehst und welche für mich fängst, dann wäre ich eventuell zu einem Tausch bereit. Was geht mit dem Bürgermeister ab? Alter Schwede. Alles in Ordnung? Okay, gruselige Geschichten passieren gerade. Alter, was geht mit dem Bürgermeister? Irgendwas stimmt hier nicht. Drei Irrlichter für einen zufälligen Gegenstand scheint mir ein fairer Tausch. Du findest sie in der Wildnis, Mia. Sie glühen, sie sind also schwer zu... übersehen? Achso, ja, doch, macht Sinn. Du musst dir vielleicht ein Insektennetz kaufen, falls du noch keins hast. Mia? Okay, wonach suche ich nochmal? Okay, ihr Lichter. Alles klar. Ja, alles klar, ich weiß. Mit hellen Grün, okay, ja, Ich bin dann mal weg. Der Bürgermeister... Nein, ich wollte doch gar nicht. Was mache ich denn hier? Ich gehe dann mal. Mach's gut. Ich darf nicht. Falsche Taste gedrückt. Hier handelt es sich allesamt um Waren, die zu 100% aus der anderen Welt stammen. Ja, du findest ehrlich. Ja, okay. Bitte lass mich gehen. Ich will doch nicht mehr. Dankeschön. Wow, schick. Komplett schwarz. Nee, war es auch schon immer in schwarz, ne? Was ist das denn? Bürgermeister, Moment, Bürgermeister. Ich bin mir sicher, dass der Reisende Händler einige Genehmigungsgebühren nicht bezahlt hat. Du weißt, welchen ich meine, oder?
der mit der komischen Kapuze. Es kann keinen anderen Grund geben, aus dem es diesen Monat so schlecht um unsere Finanzen steht. Hä? Was meinst du mit, die haben alle komische Kapuzen? Hast du die nicht gesehen, Mann? Luftschiffe sind... Ja, 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 okay, Luftschiffe kenne ich schon. Ja, ja, okay. Ich gehe mal wieder. Diese Musik, ne? Ich muss Irrlichter finden. Also, gucke ich mal kurz noch drei Irrlichtern. Hallo, Alisa. Hab wohl wieder einen Schraubenschlüssel verloren. Sag Bescheid, wenn du einen findest, ja. Mache ich, Alisa. Ich habe bisher noch keine einzige gefunden, aber ich sag dir Bescheid. Ich brauche erstmal das Insektennetz und dann muss ich so nach grünen Dingern suchen. Drei für einen, okay. Irrlichter. Es ist noch ein früher Morgen. Es wird auch später Morgen und... Da hinten flattert nur ein Schmetterling, okay. In der Wildnis. Die sind nicht zu übersehen. Also ich sehe erstmal gar nichts hier. Ich sehe hier alles mögliche krabbeln, nur nicht Irrlichter. Aber Irrlichter würde ich im Wald vermuten und nicht hier irgendwo in... Hier. In so einem dichten Wald würde ich die vermuten, das würde mir Sinn machen. Ist natürlich toll, dass der Berg jetzt hier ist, aber okay. Es wird sich schon was ergeben, diese Musik, ne? Ich habe leider noch keine Kürbisse, die ich schnitzen kann. Das ist ein bisschen doof. Da ist was Grünes. Bist du ein Irrlicht? Du bist nur ein Glühwürmchen. Das ist kein Irrlicht. Das ist ein Irrlicht. Ein Irrlicht. Habe ich mich nicht geirrt. Dich nehme ich auch noch mit. Warum? Weil ich es kann. Das ist kein Insekt, das ist ein Insekt. Du willst nur nicht gefangen werden. Ich weiß es ganz genau. Ein Glühwürmchen, dich nehme ich auch noch mit. So. Was haben wir denn noch hier? Hier müssen doch noch mehr Irrlichter sein. Schmetterling. Komm mit. Wir sind auf der Suche nach Irrlichtern. Einer ganz seltenen Spezies, die komisch blau leuchtet anstatt grün. Was mich ein bisschen wundert, weil eigentlich hat sie gesagt grün, aber okay. Und wir sind einem Exemplar begegnet. Aber es hat nicht verraten, wo seine Kumpanen sind. Merkwürdig. Dann schauen wir mal weiter. Ich höre nichts mehr. Interessanterweise hat sich die Musik gerade verabschiedet, was ein wenig unheimlich ist. Es ist absolute Stille gerade. Wenn jetzt noch Nebel auftaucht und irgendwas Gespenstisches hier um die Ecke kommt, dann muss ich mich wieder vom Acker machen. Da hängt noch ein Käfer. Gespenstisch. Nein, eigentlich nicht, aber ich nehme mich trotzdem mit. So. Ja, also ein Irrlicht habe ich gefunden. Wir haben es schon Mittag, krass. Und es ist irgendwie spooky dunkel. Als wenn irgendeine Aura hier über dem Dorf liegt. Ganz merkwürdig. Ich muss da hinten zu dem anderen Wald gehen, fürchte ich. Auf der Suche nach neuen Irrlichtern. Das leuchtet so komisch hier, da nehme ich auch noch mit. Aber eigentlich bräuchte ich ja nicht. Aber andererseits, wenn ihr gerade da seid, nehme ich euch mit. So, Irrlichter. Ich brauche drei Stück mindestens für ein Geschenk. Was ist das denn? Ein seltener Pilz. Okay, habe ich auch noch nicht gesehen. Der wächst seitlich. Interessant. Ich höre die Glocke läuten. Kein gutes Zeichen. Und allein im Wald ist das so eine Sache. Aber ich habe ja meine Axt dabei, also kann nichts passieren. So. Und ich finde nichts. Das ist merkwürdig. Keine Geräusche, keine Musik, kein gar nichts. Ganz merkwürdig. Ist hier einer zu Hause? Ist eigentlich eine nette kleine Bude, muss ich zugeben. Hier ist aber auch nichts drin, ne? Ich kann ja auch nichts einsammeln oder so, ne. Tja. Ein Irrlicht ist jetzt nicht sehr viel. Das hat sich wahrscheinlich wirklich verirrt und ich hatte das Glück, zufällig an der richtigen Stelle zu sein. Aber hier ist leider gar nichts. Spooky. Tja. Naja, so spooky scheint es ja wohl doch nichts zu sein. Dann nehme ich dich noch mit und dann mache ich mich wieder auf Rückweg, weil... Ist schlecht. Ein Irrlicht habe ich gefunden. Vielleicht hinten. Müssen wir mal gucken. Hinter dem... Irrgarten vielleicht? Ich müsste eigentlich mal in den Irrgarten reingucken, was das eigentlich ist. Wenn ich schon hier bin, mache ich das doch gerade mal. Dann kann ich auch
mit dem Dude sprechen, der eine Woche hier ist. So, ich bin gespannt. Aber ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Episode. Also macht's gut, Leute, bis dahin. Ciao.